Die Mauern von Paris hielten dem englischen Ansturm stand. Der englische König Edward und der schwarze Prinz brachen die Belagerung ab. Sie marschierten stattdessen nach Chartres, um ihr Glück mit einem weniger eindrucksvollen Ziel zu versuchen. Doch bevor sie den Angriff wagen konnten, wurde die Armee von einem schrecklichen Sturm getroffen. Der 1000 englische Soldaten durch Hagel und eisige Winde tötete. Die Katastrophe des schwarzen Montags erschien Edward als göttliche Vergeltung und als Zeichen dafür, dass es Zeit war, den Krieg zu beenden und mit Frankreichs König Johann Frieden zu schließen. Doch selbst nachdem die Könige den Frieden besiegelt hatten, durchlebte das Volk Frankreichs noch Blutvergießen und Aufruhr. Zwischen 1358 und 1370 versank Frankreich im Chaos. Bauernaufstände, marodierende Söldnerbanden und Bürgerkriege verwüsteten das Land. Bauern erhoben sich, töteten ihre Herrscher und richteten verheerende Schäden an. Söldnerbanden durchstreiften das Land. Die sogenannten Brabanzonen wurden ursprünglich von den Engländern gegen die Franzosen angeheuert, mit dem Friedensschluss jedoch fallen gelassen. Systematisch plünderten und brandschatzten sie Siedlungen in Frankreich. Und da König Johann in England gefangen war, sah sich sein Sohn Karl der Dauphin von mächtigen französischen Adligen bedroht. So in die Enge getrieben, mussten die Streitkräfte des Dauphins die Kontrolle über ihr eigenes Land zurückgewinnen. Der kürzlich gekrönte König Frankreichs, Karl V., entsandte seine Armee in das von Franzosen gehaltene Dorf Évreux, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Von dort aus sollte die Armee gegen drei schwerwiegende Bedrohungen ausrücken. Marodierende Söldnerbanden, die das Land plagen, eine Bauernrevolte und die Angriffe eines Rivalen auf die französische Krone, Karl von Navarra. Die französische Armee begann mit der Rückeroberung der von Aufständischen beherrschten Dörfer Cocherelle, Jouy und Croissy. Perfekte.
Während die französische Armee sich damit mühte, die Landstriche wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, fiel eine Bande englischer Brabanzonen über sie her. Diese Söldner hatten sich von der englischen Armee gelöst und plünderten nun zu ihrem eigenen Verdienst das Umland. Die französischen Streitkräfte wehrten den Angriff der Brabanzonen ab, doch noch immer zogen viele ihresgleichen auf der Suche nach Proviant und Reichtümern durch das Umland. Die Brabanzonen verlangten eine Zahlung der Franzosen, wenn sie ihre grausamen Raubzüge unterlassen sollten. Attention, si, comprendo. Si? Esfec! Cavallo ici. Audite, est facile, cavalier. Equites in avant. Qu'est demandé? En boulot. Comprendo. Quoi de labour? Va de labourard. El leader, equites memory. Yes, equites at Sibonier. Durch die Eroberung des Dorfes Jouy war die Armee der Unterwerfung der Bauernrevolte einen Schritt näher gekommen. Secondo montement. Pace, move! Die zentral gelegene Klosterstadt Cochrelle entsandte weiterhin Trupps von Aufständischen, um die französische Armee zu schwächen. Das Dorf Croissy war reich an Goldvorkommen, was die Rückeroberung für die Franzosen unentbehrlich machte. Attention, orchestre. La bourse Perance, io ma sono la cosa. Arquière Parat. Parat et Arquiers. Labour Sperance. Keller Sipois. Yomasono la cause. Dolm Huitamus. Est facile, cavalier. C'était l'inimus. Homes, préparate. Quand est-ce qu'on est? Yo
ma sono la cose. Parates, in avant, serviette. Exécute mon demande. Die französische Armee bezwang die Rebellen von Croissy und nahm das goldreiche Dorf in ihren Besitz. Die zentral gelegene Klosterstadt Cocherelle befand sich noch immer unter der Kontrolle der aufständischen Bauern. Die französische Armee würde es einnehmen müssen, bevor sie zum Angriff gegen Karl von Navarra übergehen konnte. Vado lavorare. Vale. Comprendo. Audite, Benitez. E ce li mandiamo. Vovamo. Ti aiuta! Non c'è stress! Vovamo, è facile, cavaliere! E ce li mandiamo. E bien retourné. Resto premé! Cavaliere, sparate! Duzzo di te. Sito. E lì ne... Come mondes. Escolte bene. E ci li mando con me. Cosa sarà ma sonata? Sì. Escolte bene. Dolme bien. Facci, muove! Udite, servientes. In avant, servientes. La pour speranza. Io ma sono la cosa. Tutti udite, vale excavo. Attenzione, dopo di qui te in avanti. Bene udite, chitte. Sì, parati. Attenzione! In avanti! Che domandes? Cum grand coup! Cavallo ici! Angulo! Homes, preparate! Allons! Dolme, second mandement! Die Franzosen entdeckten das verborgene Lager der Brabanzonen und würden den Raubzügen der Engländer ein Ende setzen können. Dazu mussten sie das Lager allerdings noch zerstören. Quid labour? Si, comprendo. Si, bene.
Obeyo. Aut Sibelius. Est facile, cavalier. Quitamus. Pace Bove. E quite sinabat. La Sultan! Obeyo. Ordine tenets. Est facile, cavalier. Cavale pas un boulot. Parade pour venir. Si. Arquière parate. Homes, préparate. In avant. Gangier parate. Quito, moins de site. Attention. Si, comprendo. Colones. Tendo. Vado laburar. Ordine. Yeah!
Nach der Zerstörung des Brabanzonenlagers mussten sich die Franzosen nicht länger mit den Söldnerangriffen herumschlagen. Quoi d'abord? Quito. Io ma sono la cose. Audite, Michel. È facile, cavalier. Attention! Novos ordine est facile, cavalier! Coursant! Commandez! Élimine la frenette! Si vous laisse! Veillons, l'ennemi! Mandez squid! Prête sans prévenir! Audite! Coursant, un boulot! Ordine quitamus. Equites in avant. Kedman. Oye, oye. Cavallo ici. Dolme bien. Pace, move. Nantier barat. Attention. Novos pace. Dolme bien. Second mandement. Die französische Armee hatte die aufständischen Dörfer erobert und die Bauernrevolte zerschlagen. Doch um die Kontrolle über die Region aufrechtzuerhalten, mussten sie ihr Machtzentrum schützen, das Kloster von Cocherel. Nordöstlich von Cocherel hatte Karl von Navarras Armee ein befestigtes Lager errichtet. Auch der König von Navarra selbst versuchte, sich zum Herrscher über Frankreich aufzuschwingen. Durch die Zerschlagung der frisch eingetroffenen königlichen Truppen beabsichtigte er, seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Pour vos scènes, si souhait. Ah, parfait. Où dois-je rire de ça? Avant. Les ordonnances. Ici, comme vous l'êtes. Bayez moué bezoué. Oil, si toast. Giovanni Bastille.
Reste pour la besogne. Si, vais exploiteur. Accordé. Manance, nos devants salés. Oi, mais dire where? Y vais donc. Si veg out chance. Bien, voici le feu est en poste. Joy bien votre plaisir. Attendez la vente, compagnons. Oyet, veichi, comment? Veichil, compagnon. Veichil, les commandements. Dicte-moi vos. Je fais vos commandements. Attendez la vente, un besoin. Ah, tu besoin d'un grand air. Où dois-je tester vos commandements? Access Petsvoz, incontinent. Sommes en ordonnance. Access Petsvoz, si comme vos voldrez. Dicte-moi, Ivoïs avant. Ivoïs avant. Dictez-moi une berçaille. Attendez les commandements. Ennemi, point de voyer. Access Petsvoz, habillement. Dicte-moi vos commandements. Cherchez. Apertisez votre courage, compagnon. Soyez pour votre service. Avant, compagnon. Als die Franzosen den Hügel erklommen, entdeckten sie das Lager Karls von Navarra. Seine Front hatte einen Höhenvorteil und bestand ausschließlich aus Bogenschützen. Die Franzosen würden sich genau überlegen müssen, wie sie sich der Festung nähern. Chacun se fait.
Die Franzosen hatten Karl von Navarra zurückgedrängt, die Revolte aufgehalten und die Überfälle der Söldner beendet. Im Kampf um die Kontrolle über das französische Territorium hielt der König nach wie vor an der Macht fest.